kannst. Du kannst loslegen, die läuft, die Kamera. Ja, aber du wolltest doch erst nach oben gehen und dann Pan Down machen. Was? Ja, also rauf und runter. Achso. Warte, hoch. Und jetzt gehe ich wieder runter, ja? Hallo, meine Lieben. Ja, also sinntechnisch sind wir hier absolut im Zentrum. Nur als Beispiel die Völlerei, ja? Also die kann man hier in ihrer Reihenform beobachten. Schon deshalb, weil es den ganzen Tag was zu essen gibt. Allein die Nachspeisen schon verleiten einen zur Völlerei. Ja, oder Eitelkeit, Stichwort Eitelkeit. Ja. Man liegt den ganzen Tag im Liegestuhl und lässt sich braten und abends wird dann verglichen, wer brauner ist. Naja, das könnte man auch Faulheit nennen. Ja, oder gut, dann im Schönheitssalon, wo sogar die Männer das Geld rausschmeißen, als gäbe es keinen Morgen. Also, Julius, was hast du denn so an Beobachtungen gemacht? Also ich habe einen Mann gesehen, der hat heimlich eine Frau geküsst. Wo denn? Hinten, ach dann, bei den Rettungsbooten. Und dann hat die gleiche Frau später mit einem anderen Mann zum Arm geküsst. Ja gut, aber jetzt, also so ein Zungenkuss hinterm Rettungsboot, das ist ja nun noch keine Lust. Zungenkuss habe ich noch gar nichts erzählt. Aber wie auch immer, wer so küsst, der will mehr und hört nicht auf, bevor er es nicht bekommt. Klar, Raphael von Wolfs. Du hast den aber nicht gut erkannt, oder? Naja, nein. Ungefähr dein Alter, ungefähr genau die gleiche Statue. Aber... Ja, also... Ich kann es ja nicht gewesen sein, ne? Nein. Also sonst, was sollen die Fans von uns denken? Du warst ja auch zur selben Zeit im Schönheitssalon. Oder war das davor? Also, jetzt erzähl mal hier nichts Falsches, Leute. Sonst denken die, wer weiß, was bei uns hier passiert. Ja, dass wir eine gute Zeit haben. Also, ihr Lieben, nicht vergessen, Neid ist auch eine Todsünde, nicht wahr? Nicht, dass ihr euch jetzt zu sehr grämt in eurem verregneten Deutschland. Bald sind wir wieder da. Und dann geht's wieder um eure Sünden. Tschüss. So, jetzt wieder ein Pan-Up. Ein Pan-Up. Achso, das will ich ja mal. Mensch, sag mal, was erzählst du da? Bringst du mich in Teufelsküche? Das ist doch live. Was soll der Papst, wenn es der Papst hört?